Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe hier auf Abu Bambule TV. Wir machen weiter mit Superhot, dem zweiten Teil unseres neuen First-Person-Shooters, den wir dank GamesPlanet.com hier bekommen haben. Und wir haben im letzten Teil, also im ersten Teil, aufgehört, genau an dieser Stelle, wo wir eine weitere Nachricht bekommen haben, nachdem wir wieder einmal einen unautorisierten Zugriff hatten und sozusagen aus der Matrix herausgeflogen sind. Also schauen wir einfach mal, was es sich oder was hier in dieser Nachricht so steht. So, schau mal, wer zurück ist. Ich habe versucht, dich für Stunden oder Überstunden zu erreichen. Hast du die ganze Zeit gespielt? Sagen wir jetzt mal ja. Und wir antworten, dass es sich gar nicht so lang angefühlt hat. Ich weiß, habe das gleiche Gefühl gehabt, als ich das erste Mal drin war und konnte nicht aufhören. Und als Antwort kommt dann, ja, es ist einfach alles total zufällig, irgendwie keine Handlung, kein Grund für irgendwas, sondern einfach nur die bösen roten Jungs umhauen. Ja, stimmt, sagt er. Scheint am Anfang so zu sein. Und dann fragen wir, ob irgendwas passiert. Er will natürlich nicht spoilern oder verraten. Aber er glaubt, dass es auch nicht mehr weiter wichtig ist. Und sagt uns, dass weitere Level hinzugekommen sind, die aber passwortgeschützt sind. Und jetzt fragen wir ernsthaft und beschweren uns darüber, dass das natürlich total stinkt. Und ja, super lame, aber er sendet es uns trotzdem. Und wir sollen ihm Bescheid sagen, wenn wir wissen, wie wir reingekommen sind. So, neue Dateien sind angekommen. Wir können hier übrigens auch die Maus nehmen. Ja. Password protected. Wir klicken einfach mal drauf und sehen, dass das mit dem Passwortschutz anscheinend bei uns nicht der Fall ist. Denn wir... Ah, doch. Tja, was könnte das Passwort sein? Wir tippen einfach mal was ein. Access denied. Dann versuchen wir es doch einfach mal mit... Nee, löschen können wir gar nicht. Super hot. Oh, und es hat funktioniert. So, wo sind wir hier? Ich sehe ein Sofa. Hinter uns irgendeine Art von Konstruktion, Küche. Erstmal keine bösen roten Jungs. Da ist eine Kamera, eine Überwachungskamera, okay. Oh, abgestürzt. Nee, doch nicht. Ich höre irgendwas. Summen, eine Lüftungsanlage, ein Fahrstuhl. They cracked the system. Oh, oh. Oh, das sind einige von denen. Scheiße. Das ist ein Scharfschütze. Okay, an dem sind wir erstmal vorbeigekommen. Da fliegt die Bullet. Der Typ hat eine Schrotflinte. Oh, Kacke. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den nach Möglichkeit erwischen. Wow! Oh, fuck, fuck, fuck. Wir werfen ihm die Schrotflinte lieber an den Kopf, schnappen uns seine und schießen ihn damit. Okay, das hat zumindest schon mal geklappt. Oh, da stehen ganz viele Waffen, sehe ich gerade. Mega geil. Noch mehr Schrotflinten. Von hinten kommt einer. Der sollte auf jeden Fall weg sein. Ich kann mich gar nicht entscheiden bei so vielen Schrotflinten, welche ich nehmen soll. Und vor allen Dingen, wo ist der Typ mit dem Scharfschützengewehr? Genau den. Super. Ha! Super hot. Wir haben es wieder einmal geschafft, ein Level hier zu absolvieren und springen direkt weiter ins nächste Level, um natürlich zu schauen, was uns da erwartet. So, wir sind wieder im gleichen Level gewesen. Tatsächlich. Oh, okay. Sie können mich sehen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Und die Matrix verschiebt sich wieder einmal. Also, wir merken schon, hier stimmt irgendwas nicht. Wir fliegen anscheinend raus aus dem Game. Und sind wirklich auch wieder draußen. Wir sehen unten einen kleinen Erfolg haben wir freigeschaltet. I want to play stupid password.
So, irgendwas Komisches ist passiert. Ich dachte, ich sehe mich selbst im Spiel. Sah nicht aus wie mein Raum, aber irgendwie war er es. Wie in einem Traum. Oh, und unsere Antwort wurde einfach mal geändert. Ich bin reingekommen, aber ich weiß das Passwort nicht. Das Game ist kaputt. Ist kaputt von Anfang an, sagt jetzt unser Gesprächspartner. Come on. I was the one who told you about it. You owe me one. Also er sagt, komm schon, ich hab's dir überhaupt davon erzählt. Du schuldest mir was. Und dann schreiben wir, ich habe das nicht geschrieben. Auch das wird wieder geändert. Und dann klingt, als ob du zu viel spielst. Und dann meint er, ernsthaft jetzt? Wieso verhältst du dich so? Wir schreiben jetzt einfach irgendwas. So, und dann kommt als richtige Antwort, oder als die wir ihm schicken, dass wir denken, dass es ja keine gute Idee ist, das weiterzuspielen. Und ja, er hat daraufhin jetzt natürlich den Chat dann beendet. Und wir können Superhot wieder starten. Wir wollen natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht. Warum konnten wir gerade rein und er nicht? Das ist hier die spannende Frage. Und vor allen Dingen, was ist da jetzt gerade passiert? Sind wir hier vielleicht nur irgend so ein Versuchskaninchen? Und selbst wenn, kann es uns eigentlich scheißegal sein, weil es macht einfach wahnsinnig viel Bock. So, the tutorial. Jetzt erst das Tutorial. Na, das wäre ja interessant. Wait for the signal. Okay, okay, ich habe nichts angefasst. Walk. Na, dann gehen wir mal. Keep moving. Okay, wir bewegen uns, wir bewegen uns, wir bewegen uns. Okay, good. Stand still. Okay, wir machen nix. 5, 4, 3, 2, 1. Ha, guter Hund. Alter Falter. Hot. Super hot. Super hot. Click to hand over the control. Okay. You are not in control. Das ist hochinteressant. Also, es scheint wirklich so, als ob wir hier ein Versuchskaninchen sind. Make him fly. Okay, wie auch immer. Ich denke mal, die nehmen wir erstmal. Der Rest sollte sich erledigt haben, denn er macht schon den Fliegenden. Wir können ja mal noch nett sein und hinterher schießen. Ja, schade, haben ihn aber nicht getroffen. Okay. Also, er ist aus dem Zimmer raus. Wir sind hier drin. Und jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Da vielleicht in die Richtung? Oh, tatsächlich, da unten ist einer. Den haben wir gleich mal ausgeschaltet. Können wir springen? Ja, aber das reicht nicht. Nicht weit genug gesprungen. Es ist aber auch nichts weiter passiert. Oh! Boom! Da hinten kommt die Schrotflinte. Strong Medicine. Scheiße, die ist leer. Oh, 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 oh. Nach vorne. Den haben wir. Den könnten wir auch treffen. Jawohl. Oh, da kommt noch einer. Oh, und da auch. Die Waffe werfen wir. Die nehmen wir uns. Das ist natürlich immer gefährlich mit diesen Schrotflinten. Die haben natürlich eine extrem hohe Streuung. Oh shit, 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 shit. Beide erwischt. Sehr schön. Also, so geht's weiter. Wir sind zwar nicht mehr in der Lage, hier irgendwie den Traum oder die Matrix zu bestimmen. Inside Job. Mittlerweile kommen wir aber immer besser zurecht hier. Können
wir rausgehen? Nein, können wir nicht. Never saw it coming. Ja, aber er auch nicht. Gegen das Maschinengewehr hat er natürlich keine Chance. Oh, von hinten. Da ist auch noch einer aufgetaucht. Da kommt der nächste. Oh no! Da wurden wir von der Seite getroffen. Fuck, das lief doch so gut bis dahin. Nochmal. Also, Flasche auf den Typen. Stange ab, kaputt prügeln. Dem die Stange entgegenschmeißen. Sich die nehmen, den verhauen. Sie ihm an den Kopf schmeißen. Zack. Erschießen. Rum um die Ecke, da kommt keiner mehr. Jetzt können wir den hier erschießen. Der trifft. Der trifft nicht. So. Was ist denn hier los? So, und jetzt müssen wir auch... Oh! Wo kommst du denn her, Alter? Boah, von überall hier muss man voll aufpassen, ey. Ob der trifft? Ne, der trifft natürlich nicht. Magazin leer, nicht so gut. Super. Yes, beim zweiten Mal hat es geklappt. Da hat uns der eine nicht überrascht, auch wo er herkam, um ehrlich zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Wir gucken uns das hier nochmal ganz kurz an. Das ist der Typ, den erwischen wir. So, dann nehmen wir uns... So, und jetzt steht plötzlich neben uns einer. Ah, da, der ist an der Seite vorbeigelaufen, hat die Waffe wieder aufgehoben. Den haben wir nur mit der Waffe abgeschmissen. Fuck, worauf man hier alles achten muss. Wahnsinn. Was denn? Was sollen wir denn lernen? Dance Dog. Oh shit. Ernsthaft? Schießt nur der eine oder schießen alle? Und solange nur der eine schießt, geht's ja. Die Dog? Oh oh, ich befürchte, es werden alle schießen jetzt. Hat er uns getroffen? Nein. Das macht mich ja so ein bisschen wütend, dass wir hier nicht machen können, was wir wollen. Wir gehören hier nicht hin. Okay. Warum auch immer. Erste Faust, zweite Faust, dritte Faust. Den hier nehmen. Ihm an den Kopf schmeißen. Gut aus. Verdammt, da kommen die ersten Knarren. Ah, da dachte ich, bleibe ich einfach mal in der Ecke drin, bis die rankommen. Dann kann ich sie mit meinem Schwert leichter umhacken. Das war natürlich nicht der Fall. Diesmal bin ich aber schneller am Schwert. Und diesmal laufen wir schneller nach vorne. Nein, gib doch die Waffe her. Watch your six. Das könnte für Rücken irgendwie stehen. Ja, okay, ich hatte es mir schon fast gedacht. Oh shit, das sind Maschinengewehrtypen. So, lass ein bisschen näher kommen. Der hat getroffen. Sehr schön. Den anderen hatten wir anscheinend doch noch erwischt. Es wird echt immer kniffliger. Ist fast so eine Art Tetris. Elevator Pitch. Okay, wir geben den. Ach, fuck.
Okay, nochmal angucken, die Situation. Elevator Pitch, der zielt halt schon auf uns. Okay, wir müssen auf den geradeaus zustürmen. Nee, hä? Alter, das ist fucking tricky, ey. In dem Augenblick, wo ich schlage, fällt der Schuss. Okay, das heißt, ich muss den rechts von mir. Mhm. Nochmal. An den komme ich leider nicht ran. Der ist in Reichweite, der ist in Reichweite. Okay, wir haben gesehen, wenn ich zuschlage. Okay, das jetzt ist echt ein bisschen tricky, um ehrlich zu sein. So, jetzt, wo ist die Waffe? Hm. Aber wie könnten wir sonst noch machen? Springen vielleicht? Nein. Aber es war ein Versuch wert. Hoch in die Ecke, wie Spider-Man. Ja, die trifft uns wohl, ne? Ja. Er hat uns links oben am Ohr erwischt. Verdammte Axt. Wie komme ich denn? Mann. Okay, wir dürfen am Anfang, glaube ich, einfach nicht so viel Zeit verlieren. Und auch keine zwei Schläge austeilen. Bam. Drittes Auge verpasst bekommen. Also ihr seht schon, jetzt wird es echt knifflig. Dann erwischt uns der Typ links. Ey, ich verstehe es nicht. Okay, wir laufen jetzt einfach mal ganz schnell auf den zu. Oh Gott, da geht die Tür auf, da stehen ja noch drei. Okay, aber schnell ist gar nicht mal so verkehrt. Das machen wir direkt nochmal. So, Waffe, Waffe, Waffe. Nein. Yes, das reicht. Oh nein, jetzt habe ich die einzige Waffe, die ich hatte, weggeschmissen. Ach, hinter mir steht noch einer im Fahrstuhl. Super. Na klar. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Der da, wo ist denn der? Der muss einfach. Hä, ist der hingefallen und wieder aufgestanden? Oder was ist da los? Krasser Scheiß. Also hier der Tipp, den müsst ihr euch echt schnell bewegen auf so kurzen. Auf so kurzen Räumen. No plot, no reason for anything. Also. Keine Story im Endeffekt, kein tieferer Plot, kein Grund für irgendwas. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was da stand. Left click to receive, okay. Okay, wir müssen uns hier irgendwie durch die Matrix wabbern. We are watching you. Your mind is here with us. Okay, also. Die Gedanken sind nicht frei. Ach du Scheiße. Jetzt verstehe ich. Die haben unseren Gedanken gefangen. Und natürlich, wir kommen hier nicht mehr raus. Okay. Gefährliches Spiel. Das ist kein Spiel. Wir sollen aussteigen, solange wir können. Ja, haben wir verstanden, sagen wir. Wussten wir nicht. Tut uns leid. So, wir sollen also versprechen, dass wir nie wieder Superhot-Exe starten. Und sie glauben uns natürlich nicht, dass wir das nicht wussten und uns entschuldigen. Und wir sagen, tun wir wirklich nicht, wir starten es nie wieder. Wir sollen die genauen Wörter sagen. Ich werde Superhot-Exe nicht wieder starten. Natürlich starten wir es. Bitch, please! Gönn dir that! Jetzt geht's erst richtig ab wahrscheinlich. Dann wollen wir natürlich wissen, was uns jetzt erwartet.
Komm runter oder geh runter. Ah, wir haben ein Schwert, sehr gut. Wir analysieren aber erstmal den Raum. Kerzenständer, Wurfobjekt, noch ein Kerzenständer. Dazwischen stehen irgendwelche vier schwarzen Dinger und MGs sehe ich da. Ich glaube, ich werde auf den das Schwert werfen. Auf den runterspringen, mir dessen Knarre schnappen. Oh, über uns. Den haben wir erwischt. Jetzt fällt, nein, das MG fällt natürlich nicht runter. Das sind Totenköpfe, okay. Die halten die nicht so wirklich auf, aber das hier könnte sie aufhalten. Da schießt jemand. Wow, 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 wow. Fuck, da schießt jemand. Okay, den Schuss, den sind wir entkommen. Was machen wir? Was machen wir? Wir müssten auf den da hinten schießen. Jetzt dürfte die Waffe leer sein. Das passt soweit. Wir haben leider den hinten nicht getroffen. Den ja. Oh. Super. Alter, Vater, das war knapp, ey. Da dachte ich für eine Sekunde, ich habe den Schuss von hinten gehört und dachte, das war's. Der trifft uns, weil wir uns auch kaum bewegt haben. Super. Super hot. Hier, das ist die Super Stelle. hot. Vielleicht habe ich die Waffe auch Super einen zu früh hot. weggeschmissen. Super Da dachte ich, das war's, hot. ey. Und dann wusch, Super hot. kommt der Schuss ganz knapp an uns vorbeigeflogen. Okay, Level geschafft. Weiter geht's. Wir haben ein Telefon. Nein! Wir hatten ein Telefon. Da kommt noch eine Kugel. Oder auch nicht. Der ist tot. Oh shit! Schieß, 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 schieß! No money, aber wir treffen ihn zumindest am Kopf. More to come? Ernsthaft jetzt? Oh ja, die kommen aus den Gängen raus. Wo ist die Schrotflinte von dem anderen Typen? Hier. Okay, das ist gut. Die hat getroffen, solange hier keine im Raum auftauchen und der scheint erstmal sauber zu sein. Muss ich nicht unbedingt Angst haben. Maschinengewehr ist egal. Einzelne Pistole auch. Jetzt die Schrotflinte und einmal raustanzen und rein in den Gang. Bam, bam, bam. Oh, fuck. Frisst die. Super. Bam. Super Schade, ich dachte, ich erwische alle drei im Gang, aber es hat nicht ganz gepasst. So, wieder ein bisschen Matrix-Waberei. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal zusammengeschissen. Ja. Ja, wir haben unser Wort nicht gehalten. Besuch dich selbst oder statte dir selbst einen kleinen Besuch ab. Ah, hier waren wir doch. Da sind wir doch vorhin durchgewabbert. Ja, wir kennen den Weg. Oh mein Gott, ist das creepy. Oh, wir werden es also auf die harte Tour lernen, sagt er. Autsch, wir haben uns gerade selbst geschlagen. Nur das ist echt creepy, ey.
tut weh, sagen wir, wie unser Kopf ist, fragt er. Sollte es auch. Du betrügst das System. Oder nein, du behandelst das System wie ein Spielzeug, aber es ist kein Spielzeug. Es ist ein Werkzeug. Ich kann mich nicht selbst kontrollieren oder mich steuern. Ich tippe nicht mal diese Wörter. Nee, wir machen das ja auch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, weißt du. Aussteigen bzw. verschwinden. Ach, du hast hier so ein Kopftrauma, so medizinische Hilfe, nichts auf von das, was du jetzt gesehen hast, ist passiert und den Rest habe ich nicht mehr gelesen. Wir könnten jetzt aussteigen, aber ich würde sagen, wir steigen noch einmal ein. Oh, und da kommt die Meldung, dass wir darüber gesprochen haben. Und das könnte das Ende sein. Sind wir wirklich schon am Ende angekommen? Das kann gut sein. Man hatte mich vorgewarnt, dass es gar nicht so lang geht. Aber gerade jetzt, wo es angefangen hat, Spaß zu machen, müssen wir praktisch schon wieder aufhören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, hattet ihr auch eine Menge Spaß. Würde mich wahnsinnig freuen über Kommentare und Kritik zu Superhot. Wie habt ihr es gefunden? Habt ihr es euch vielleicht sogar selber gekauft und durchgespielt? Dann lasst mich bitte teilhaben an euren Erfahrungen. Und ansonsten schaut bei gamesplanet.com rein. Die Jungs haben das Spiel im Moment im Angebot. Super günstig. Der Link unten ist in der Beschreibung zu finden. Wenn ihr mögt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Auch das würde mich wahnsinnig freuen. Oder schaut euch einfach die anderen Let's Plays an, die wir in den letzten Tagen und Wochen hochgeladen haben. Ihr könnt natürlich auch auf die Homepage gehen, www.abubambule.tv und da mal reinschauen. Auch da gibt es immer wieder interessante Neuigkeiten für euch. Und ich werde mich jetzt hier erstmal ausloggen und gucken, ob Superhot wirklich zu Ende ist, weil ich muss ehrlich sagen, ich würde richtig gerne weiterspielen und werde mich dann gegebenenfalls, falls es irgendwie doch noch weitergehen sollte, mit einem dritten Teil bei euch zurückmelden. Ansonsten sehen wir uns sicherlich in einem der anderen Let's Plays wieder. Bis dahin, ciao, ciao!